Kleiner Trotto, lustig, frech und froh. Kleiner Trotto, kleiner Trotto, lustig, frech und froh. Eselchen, du entdeckst deine Welt, tu, was dir gefällt. Trotto erntet Gemüse. Hier, Trotto, du gehst jetzt rüber in den Garten und holst uns Gemüse. Oh ja, das mache ich gerne. Du holst uns für die Suppe eine Kartoffel, zwei Stangen Lauch und drei Mohrrüben. Kannst du dir das merken? Ja. Eins, zwei, drei, ich gehe in den Garten. Vier, fünf, sechs, Gemüse hole ich. Sieben, acht, neun, mit meinem neuen Korb. Guten Tag, liebes Gemüse. Ich sollte Mama was für die Suppe holen. Da sind ja die Mohrrüben. Ah, die sitzen ja fest. Ah, warum willst du denn nicht rauskommen, kleine Mohrrübe? Ah. Wie schaffst du das nur so orange zu sein, obwohl du unter der Erde wächst? Nummer eins. Die zwei. Die drei. Na los, noch ein paar. Das macht solchen Spaß. Lauchstangen sind lustig. Die haben so einen komischen weißen Bart unten dran. Die Wurzeln sehen ja aus wie der Bart vom Weihnachtsmann. Na, wart ihr auch alle schön brav, liebe Kinderchen? Ich ziehe noch zwei Lauchstangen raus. Dann habe ich die Haare vom Weihnachtsmann. Kartoffeln ausgraben ist immer sehr spannend. Na, du bist ja eine kleine... Vielleicht finde ich da drüben eine große. Ah. Na, du kleiner Vielfraß, schmeckt dir der Kopfsalat aus meinem Garten? Das war's. Ich habe alles gesammelt, was Mama für die Suppe braucht. Yam, yam, so eine schöne rot-gelbe Birne. Du bist für Trotro. Hm. Hier, Mama. Aber Trotro, das ist ja mehr Gemüse, als ich für die Suppe brauche. Ja, ich weiß, aber so kannst du mehr Suppe kochen. Ich esse sehr gern Suppe. Trotro macht Musik. Aha, heute will ich mal tolle Musik machen. Hört gut zu, Freunde. Heute spiele ich Ziehharmonika. La, li, lu. Haha, das geht leicht. Ich drücke sie, ich ziehe sie auseinander. Ich drücke sie, ich ziehe sie. Dweng, dweng. Hahaha, das ist sehr lustige Musik. Dweng, 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 dweng. Nicht weglaufen. Das Konzert ist noch nicht zu Ende. Tadre! Eine Trompete ist was Tolles. Man muss da reinblasen und zwar ganz fest. Und noch viel fester. Na, gefällt euch das, Freunde? Danke, danke, danke. Musik machen ist anstrengend. Aber ich möchte trotzdem noch was spielen.
Fällt euch irgendwas ein? Aber ja, eine super Idee. Danke, Teddy. Haha, jetzt werde ich aber mal so richtig dollen Lärm machen, Leute. Haha, oh, sieh an. Was steht denn da für ein schöner Kochtopf? Das ist eine klasse Trommel. Bum, bada, bum, bum. Ha! Bum, bada, bum, 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 bum, bada, bum. Aber Toto. Kann ich gut trommeln, Mama? Naja. Ja, du hast recht. Irgendetwas fehlt mir noch. Ich brauche Kochlöffel. Die sind wie Trommelstöcke. Bum bada bum. 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 Bravo, Trotro. Du trommelst wirklich toll. Ja, Trotro macht ganz tolle Musik. Trotro, der Judo-Meister. Mama, sieh mal, mein toller Judo-Anzug. Der ist aber schön, mein Junge. Du siehst damit wie ein echter Meister aus. Der Judo-Lehrer ist zufrieden mit unserem Jungen. Er sagt, er sei sehr begabt. Ja, ha. Das freut mich, Trotro. Ich bin ein echter kleiner Judo-Meister. Zuerst mal, nur weil du den Anzug anhast, bist du noch lange kein Meister. Außerdem haben echte Judo-Meister einen farbigen Gürtel. Ja, das stimmt. Und dein Gürtel ist nur weiß. Aber... Mama, Mama! Ja? Welche Farbe hat der Gürtel von einem Judo-Meister? Das weiß ich auch nicht genau. Ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Farben. Verschiedene? Wie beim Regenbogen? Ja, genau. Frag mal Papa, der müsste es wissen. Papa, Papa, welche Farben hat ein Regenbogen? Ein Regenbogen, das sind rot, orange, gelb, grün, blau, dunkelblau und lila. Wozu möchtest du das denn wissen, Trotro? Damit ich ein echter Judo-Meister sein kann. Ich finde, Papas Krawatten sind prima Judo-Gürtel. Blau, rot. Die anderen Farben weiß ich leider nicht mehr. Macht nichts, ich nehme sie alle. Oh, ich werde ein ganz, ganz, ganz starker kleiner Judo-Meister sein. Du holst mich nicht ein, Lilly. Du holst mich nicht ein. Nana, Lilly. Du bist... Seht ihr, jetzt bin ich ein ganz super starker Judo-Meister. Ich trage nämlich Gürtel in allen Farben. Ja, aber deinetwegen hat Lilly mich geschnappt. Du bist... Oh! Achtung, Lilly, jetzt muss Trotro uns fangen. Du bist... Du fängst mich nicht, Lilly. Oh! Klasse, jetzt bin ich auch eine Judo-Meisterin, Trotro. Oh, ich auch, ich auch. Sein. Du kriegst meinen Gürtel nicht, Nana. Yippie! Siehst du, Lilly, jetzt bin ich auch eine Judo-Meisterin. Das Gürtelspiel macht unheimlichen Spaß. Los, noch ein. Oh? Ja! Hurra! Ja! Na, 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 ich hab mehr Gürtel als ihr. Ich bin der stärkste kleine Judo-Meister von allen. Trotro ist verliebt.
Sieh doch mal, Lilly. Unser Trotro sieht heute ganz verträumt aus. Er denkt an seine Freundin. Nana ist jetzt seine Freundin. Er will die ganze Zeit nur noch mit ihr spielen. Schade, dass sie mich nicht ansieht. La la la, la la, hüpf, 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 kleines Püppchen, hüpf, hüpf, hüpf. Hoffentlich möchte sie heute mal mit mir spielen. Yippie! Oh! Ich würde gern mal mit ihr reden, aber ich traue mich nicht. Ich fände es schön, wenn sie mit mir spielen würde. Möchtest du mit mir wetten, Nana? Ach nein, dann mache ich mich schmutzig. Soll ich dir mein Fahrrad borgen? Nein, das reiße ich mir mein Kleid. Möchtest du mit Teddy spielen? Nein. Ich hab doch Fanny. Hier, die ist für dich. Die Blume ist aber hässlich. Kommst du, Trotro? Oh. Baust du eine Burg? Ich versuch's, aber sie ist leider viel zu klein. La 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 la. Ja, Trotro, schneller! Sie ist langweilig. Trotro und Lilly haben viel mehr Spaß zusammen. Du, Trotro, darf ich auch mitspielen? Ja, gern! So, bitte. Ganz viel Sand für eine große Burg. Wir müssen ein Boot fahren haben. Trotro tauscht Schätze. Nanu? Was sucht ihr denn da? Ich habe eine Murmel gefunden. Vielleicht finden wir noch eine. Eine Murmel? Oh, kriege ich die? Nein, das ist meine. Ich habe sie gefunden. Wir tauschen. Dafür gebe ich dir einfach was anderes aus meiner Schatztruhe. Hä? Ich hol mal schnell meine. Zeigst du mir, was du in deiner Schatztruhe hast, Trotro? Ja, gut. Diese schöne Feder habe ich selbst gefunden. Die ist ja schön. Und das ist ein kleines Pferd. Oh. Und hier haben wir eine Muschel. Die habe ich am Strand gefunden, als wir in den Ferien am Meer waren. Und hier sind noch drei Kastanien. Meine Trillerpfeife. Und das ist eine Froschkerze, die man auf den Tisch stellen kann. Oh. Und das ist eine Seife, die nach Blumen duftet. Die riecht gut. Oh, schenkst du sie mir bitte, Trotro? Ich liebe alles, was gut riecht. Nein, gib her, Nana. Die gehört mir. Hier, Lilly. Ich gebe dir meine drei Kastanien für die Murmel. Deine Kastanien sind alt und verschrumpelt. Nein, ich möchte lieber deine lustige Kerze haben. Meine Froschkerze gegen eine Murmel? Nein, das ist nicht genug. Warte, ich weiß, was ich dir noch dazu gebe. Und ich? Ich sehe mal nach, was ich dir für deine süße Blumenseife geben kann. Warte, warte. Ach, ich weiß, ich gebe dir das. Was soll denn das sein? Eine Haarspange. Aber du kannst sie dir auch aufs Ohr stecken, siehst du? Die steht dir wirklich gut, Trotro. Ach, findest du? Mhm. Also gut, Nana. Hier. Und hopp.
eine schöne kleine Seife. Willst du auch meine anderen Schätze sehen, Totro? Ein Schlüsselanhänger mit einem blauen Häschen dran. Eine Bürste, um sich zu frisieren. Ein Spiegel mit einem Herzchen drauf. Ich tausche dir meinen hübschen Spiegel gegen deine Froschkerze ein, ja? Nein, Nana. Die wollte ich haben, die lustige Kerze. Ich hab sie zuerst gesehen. Stimmt doch, Totro. Hört endlich auf. Ihr macht doch meinen Frosch kaputt. Das stimmt, Nana. Lilly wollte sie vor dir haben. Hier, ich gebe dir die Murmel und das auch noch. Oh, ein tolles gelbes Auto. Oh. Bist du damit einverstanden, wenn ich dir meinen schönen Herzspiegel gegen deine Muschel tausche, Totro? Brumm, brumm. Ist gut, Nana. Brumm, quack. Also Schätze tauschen ist wirklich eine ganz tolle Sache. Totro mag keinen Fisch. Totro, komm Mittagessen. Ich spiele noch, Mama. Komm schnell, sonst wird es kalt. Hier, Totro. Oh nein, ich mag keinen Fisch. Das kann ich nicht essen. Ich hab's. Ich verstecke ihn. Blech. Genau, unterm Teller. Das geht nicht, das sieht man. Nein, so geht's auch nicht. Blech. So geht's immer noch nicht. Hast du aufgegessen? Ich habe eine Idee. Mama, ich bin fertig. Was, schon aufgegessen? Warte, ich bringe dir noch deinen Kuchen und binde die Serviette wieder um. Oh, oh, wie mache ich das denn jetzt bloß? Bitte, Totro, hier ist dein Kuchen. Yum, yum. Ich bin fertig, Mama, ich geh spielen. Oh. Lilly, Nana, hallo. Ist das ein schöner Luftballon? Los, wir laufen alle mit dem Ballon um die Wette. Los, schneller! Aua! Oh nein, mein Ballon! Oh wei! Oh wei, da fliegt er weg! Mein Luftballon! Er ist weggeflogen! Weine doch nicht, Lilly! Warte, mein Taschentuch! Bravo, Totro! Ein guter Zaubertrick! Bravo! Der große Zauberer Totro bedankt sich! Totro, der kleine Papa. Papa, Papa! Ich habe meine Stiefel ganz allein ausgezogen. Sehr gut, mein Kleiner. Bravo, Totro. Und nun stell sie bitte noch in den Schrank. Ja, Papa. Papas große Stiefel, Mamas mittelgroße Stiefel und Totros kleine Stiefel. Die von Papa sind wirklich sehr groß. Ha!
Hopp, einfach reinsteigen. Holla, holla. Nur damit zu laufen ist nicht so einfach. Mit den Stiefeln habe ich Papas Füße. Hopp, hopp. Oh, ich sehe alles undeutlich. Damit sehe ich von oben bis unten wie mein Papa aus. Guten Tag. Ich bin der Papa von Trotro. Oh. Guten Abend, Trotro. Hopp. Also mal sehen. Was gibt es Neues in der Zeitung? Papa spielen ist lustig. Guten Tag, guten Tag, liebe Frau Mama. Na sowas, wer kommt denn da in meine Küche? Ich bin es, der kleine Herr Papa. Guten Tag, lieber kleiner Herr Papa. Der kleine Herr Papa möchte gerne ein Marmeladenbrot essen, während er seine Zeitung liest. Mama, ich bin Trotro und ich kuschle mit meinem lieben kleinen Teddy. Hier, mein kleiner Trotro, hast du ein köstliches Marmeladenbrot zum leckeren Kakao. Jam, jam, Trotro läuft das Wasser im Mund zusammen. Nein, ich bin Trotro. Und das ist mein Teddy. Ist ja gut. Du hast ja recht, Trotro. Ja, ich bin nämlich euer Trotro. Und das ist sehr gut so. Und das Marmeladenbrot da ist für mich. Trotros neuer Drachen. Ah, die Post. Guten Tag. Hier ist ein Päckchen für Trotro. Ein Päckchen für mich? Schnell, Mama, gib her. Es ist von Omi. Ich frage mich, was da drin ist. Oh, Mama, ein Drachen. So einen habe ich mir doch gewünscht. Omi ist die Beste, sie hat es erraten. Na los, fliege, mein kleiner Drachen. Was ist? Warum fliegst du denn nicht? Papa, mein Drachen will gar nicht fliegen. Hast du versucht, ihn in den Wind zu werfen? Meinst du denn wirklich, der Drachen braucht Wind zum Fliegen? Aber ja, ohne Wind geht's nicht. Na komm, ich zeig's dir. Und auf geht's! Lauf, Trotro, lauf! Und zieh an der Schnur! Ja! Ja, fliege, mein kleiner Drachen, fliege! Wenn du an der Schnur ziehst, bewegt er sich. Aber wenn du siehst, dass er runterfallen will, lauf ein Stück, damit er in der Luft bleibt. Verstanden? Ja, ja. Schnell, lauf! Und lass bloß nicht die Schnur los! Einmal hin, ja, einmal her. Oh, Trotro, hast du einen schönen Drachen? Ja, ist der nicht toll? Den hat mir meine Omi geschickt. Oh, er ist runtergefallen. Ist nicht so schlimm. Hier, Lilly, du läufst gegen den Wind und wenn ich es dir sage, dann lässt du ihn los, okay? Lauf, Lilly! Lass los! Gut! Yippie! Ja! Bravo, kleiner Drachen! Oh, das ist zu hoch. Ich geh Papa holen. Schnell, schnell, Papa! Ah,
Klasse! Bravo, Papa! Danke, Papa! Lassen wir ihn wieder steigen? Es weht kein Wind mehr, Toto. Geh erst mal mit Lilly ins Haus und spiel etwas anderes. Ja, kein Problem. Warte kurz. Ich gebe dir Toto. Hier, deine liebe Omi möchte dich sprechen. Hallo, Omi. Danke für den schönen Drachen. Der ist super klasse. Aber das nächste Mal, Omilein, schick mir doch bitte gleich etwas Wind mit. Trotro wäscht sich. Trotro! Aufwachen! Trotro! Steh schnell auf und wasch dich. Oh Mann, bin ich noch müde. Zuerst, wenn man anfängt, macht's gar keinen Spaß. Kalt. Aber wenn man dann weitermacht, ist es lustig. Zuerst die Hände. Das geht noch. Danach wird das Gesicht eingeschäumt. Dann die Haare kämmen. Und zum Schluss Zähne putzen. Man muss von oben nach unten bürsten. Ich liebe Zahncreme mit Himbeergeschmack. Schöne, weiße Zähne. Gut siehst du aus, mein Trotro. Gut siehst du aus, mein Trotro. Trotro, bist du fertig? Ja. Oh nein, du bist ja wieder ganz schmutzig. Geh dich schnell waschen, Trotro. Aber das habe ich gerade. Tut mir leid, du musst noch mal von vorn anfangen. Puh, alles noch mal von vorne. Zuerst, wenn man anfängt, macht es gar keinen Spaß. Aber wenn man dann weitermacht, ist es lustig. Zuerst die Hände, das geht noch. Danach wird das Gesicht eingeschäumt. Kalt. Dann die Haare kämmen. Und zum Schluss Zähne putzen. Ich liebe Zahncreme mit Himbeergeschmack. Gut siehst du aus, mein Trotro. Trotro lernt tanzen. Oh, aber da ist ja Nana. Hallo, Nana. Sie hat mich nicht einmal bemerkt. Das ist so gemein. Was mache ich, damit sie mich bemerkt? Vielleicht, wenn ich sie angreife, so. Ja, 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 ja. Nein, das würde ihr nicht gefallen. Und ich möchte Nana nicht zum Weinen bringen. Ich frage Papa. Er weiß, wie es geht. Er hat geschafft, dass Mama ihn bemerkt. Papa, Papa, Papa. Papa. Na, mein Trotro, was willst du? Wie hast du es geschafft, dass Mama dich mag? Naja, ich,
Hab sie zum Tanzen aufgefordert. Zum Tanzen? Toll! Super Idee! Aber ich kann ja gar nicht tanzen. Papa, bringst du mir bitte bei, wie man tanzt? Ja, gern, Trotro. Pass gut auf. Mach's genau wie ich mit deinen Füßen. Oh, oh. Sehr gut, Trotro. Du kannst es schon. Ich hab's gelernt. Ich kann schon tanzen. Danke, Papa. Wohin läufst du denn so schnell? Zum Sandkasten. Ich will Nana zum Tanz auffordern, damit sie mich gern hat. Das ist schön, aber kannst du denn tanzen? Nein, naja, doch. Warte, ich zeig's dir. Siehst du, es ist gar nicht schwer, Trotro. Du klatschst und du drehst dich. Ich klatsche und ich drehe mich. Ich klatsche und ich drehe mich. Ich klatsche und ich drehe mich. Oh, oh, oh weia, der Garten dreht sich. Jetzt kannst du es, Trotro. Geh Nana auffordern. Danke, Mama. Bis später. Nana? Hallo, Trotro. Nana, darf ich dich zum Tanz auffordern? Tanzen? Aber gern, Trotro. Also tanze ich jetzt wie mein Papa oder wie meine Mama? Ich weiß, ich tanze wie beide auf einmal. Das wird sogar noch besser. Na, sag mal, was machst du denn da? Du bist wirklich zu lustig, Trotro. Tanzen hilft echt gut, wenn man bemerkt werden will. Trotro telefoniert. Ah, das ist Mamas Handy, das da klingelt. Und Mama will nicht, dass ich mit ihrem neuen Handy spiele. Hier, Trotro, für dich. Für mich? Danke, Mama. Pass gut darauf auf, Trotro. Ein Handy ist kein Spielzeug. Ja, Mama, ja. Hallo, Trotro, hier ist Lilly. Kannst du mich gut verstehen? Hallo? Ja, Lilly, ich höre dich gut. Wo bist du? Rate mal. Ich bin in einem Garten, wo ein riesengroßer Apfelbaum steht. Ich weiß es. Ich weiß, wo du bist. In meinem Garten und hast mich mit dem Handy deiner Mama angerufen. Warte auf mich, Lilly. Trotro, bring es mir bitte wieder zurück. Ja, Mama, aber warte, bis ich Lilly gefunden habe. Jetzt stehe ich unter dem Apfelbaum. Hallo, hallo, Lilly. Hörst du mich noch? Ja, Trotro, ich höre dich. Ich weiß, wo du bist. Lilly hat sich hinter dem Baum versteckt. Buh! Lilly? Lilly? Na, sag mal, wo bist du? Rate mal. Da, wo ich bin, riecht es schön. Ah, jetzt weiß ich. Du bist in der Küche, Lilly. Aber nein, ich pflücke Blumen. Blumen! Ah, jetzt weiß ich genau, wo du bist. Hä? Oh nein, das ist gemein. Ich bleibe jetzt hier sitzen. Hallo, Trotro, kannst du mich noch hören? Nein, ich höre dich nicht mehr. Na los, steh auf, geh mal zum Sandkasten. Da wartet eine Überraschung auf dich. Eine Überraschung? Im Sandkasten? Ja, Trotro. Die eine Blume ist für dich und die andere, die ist für Teddy. Teddy? Wo ist Teddy? Ich habe Teddy verloren. Aber nein, sieh mal unter dem Apfelbaum nach. Ach ja, du hast recht, da hat er doch gesessen. Ja, der Arme. Aber woher weiß Lilly denn, wo mein Teddy geblieben ist? Weil ich hinter dir stehe. Ah. Und Teddy ist auch da. Du hast mich reingelegt. Hallo? Trotro? Ja, Mama, ich höre dich. Kann ich langsam mein Handy wieder haben? Ja, Mama, ich verabschiede mich nur noch von Lilly. Dann kriegst du es. Hallo, Lilly, hier ist Trotro. Ja?
Wiedersehen und bis bald. Mach's gut. Trotro räumt auf. Oh. Wie sieht's denn hier aus? Du musst dein Zimmer aufräumen. Das ist mein Spielzeug. Ja, aber es liegt überall herum. Du musst wirklich aufräumen. Soll ich dir helfen, Trotro? Nein, das will ich ganz allein machen und dich damit überraschen, Mama. Oh. Na gut, dann räume ich das Spielzeug eben ein bisschen später auf. Oh nein, das Bücherregal ist vielleicht unordentlich. Alles raus! Und die auch noch. Ich habe so viele Bücher. Die ich am allerliebsten habe, stelle ich ins untere Regalfach. In die Mitte kommen die ich gern habe. Und nach oben kommen die ich nicht so gern habe. Ist das Buch hier gut oder ist es richtig klasse? Also ich kann mich gar nicht entscheiden. Ach, ich überlege es mir später. Oh, und hier sieht's ja auch schlimm aus. Und hopp. Ein Bauklotz aufgeräumt. Und hopp, zwei Klötze aufgeräumt. Und der letzte Bauklotz. Klasse! Aufräumen kann richtig Spaß machen. Oh! Oh. Oh, meine Bilder. Das hier gefällt mir gut. Und das da auch. Oh. Das Allerschönste! Die Spielzeugkiste ist auch unordentlich. Na los, nur Mut! Ich muss alles rausholen, damit ich es aufräumen kann. Oh. Meine Lieblingskuscheldecke von ganz früher. Nein, meine Kuscheldecke fliegt. Oh nein, Trotro! Mama, weißt du, ich räume gern auf. Aber kannst du mir bitte helfen, es zu Ende zu machen? Also nein. Zu Hilfe! Bitte, Mama. Aufräumen macht Spaß, aber zu zweit noch mehr. Trotro liest vor. Und nun, meine verehrten Damen und Herren, sehen Sie den unglaublichen Teddy. Er wird Ihnen eine riesen Vorführung auf dem Trampolin zeigen. Doing, doing, doing. Bravo, 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 Teddy. Jetzt wird aber geschlafen, Trotro. Noch nicht, Mama. Erst lese ich Teddy noch eine Geschichte vor. Ja, ist gut, Trotro. Teddy will nämlich nicht einschlafen, wenn man ihm keine Geschichte vorliest. Du kannst lesen, Trotro? Natürlich kann ich das. Hä? Stimmt's, Teddy? Ich kann gut lesen. Zum Vorlesen, da muss man eine ganz tiefe Stimme machen. In der Steppe, ganz tief, im fernen Afrika. Ich kann die Wörter zwar nicht richtig lesen, aber die Geschichten kann ich schon auswendig. Ich weiß genau, was alles drin vorkommt. In der Steppe, ganz tief im fernen Afrika, traf ein Zebra eine Giraffe.
So, bitte. Die Geschichte ist zu Ende. Schläfst du noch nicht, Teddy? Dann hat dir die Geschichte sicher gefallen. Ich hab dir doch gesagt, dass du jetzt schlafen sollst, Trotro. Soll ich dir jetzt eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen? Aber bitte nicht die da. Die haben wir schon gelesen. Es war einmal vor langer Zeit, als es noch Feen und Zauberer gab. Wenn Teddy eingeschlafen ist, heißt das, ihm gefällt die Geschichte nicht. Du liest sie eben nicht so gut wie ich vor, Mama. Ja, das stimmt. Du kannst sehr gut vorlesen, mein Kleiner. Gute Nacht, Trotro. Gute Nacht, Teddy. Trotro und der Goldfisch. Noch mehr, noch mehr. Wir brauchen noch mehr Wellen. Nein, sieh mal. Hör auf, sieh mal. Die schwimmt aber gut in den Wellen, oder? Oh ja, sie kann gut schwimmen. Sie schwimmt wie eine Ente im Wasser. Oh, ich habe eine Idee. Lassen wir es regnen. Regnen? Wie denn? Na, mit dem Gartenschlauch. Pass doch auf, ich werde ja ganz nass. Aber Trotro, du bist schon ganz nass. Jetzt bist du auch ganz nass. Lass das, Trotro. Hör auf. Hör auf damit. Guck mal, Lilly. Ich schwimme auch wie eine Ente. Warte, ich komme. Und ich schwimme wie ein Fisch im Wasser. Ich hab doch einen Goldfisch. Vielleicht hat er Lust, mit uns zu schwimmen. Ja. Na, der ist aber niedlich. Ja, und er schwimmt wie ein Fisch im Wasser. Puh, schwer. Gleich geschafft. Hopp. Aufgepasst, hier kommt Boot und der Goldfisch. Na los, nun schwimmen Sie doch, Herr Goldfisch. Los, Bodo, komm aus deinem Haus. Guck doch mal, wie schnell er schwimmt. Oh. Wo ist er denn bloß hin? Ich glaube, er ist hinter dir. Ha, ja, da ist er. Oh, nein, er schwimmt zu dir, Trotro. Wo ist er denn? Nach hinter dir, glaube ich. Also, ich sehe ihn nicht. Er ist verschwunden. Seltsam. Trotro, Lilly, jetzt gibt es Eistee. Komm, Lilly, ich hab Durst. Und Bodo, der Goldfisch? Vielleicht versteckt er sich unter der Ente. Toll, hast du gesehen? Er schwimmt und fliegt. Er ist ein fliegender Fisch. Aber weißt du, Trotro, ich glaube, er fühlt sich wohl in seinem Glas. Na klar, da ist der Goldfisch auch zu Hause. Trotro geht Krebse fangen.
Heute will ich mir mal einen Krebs fangen. Die Krebse findet man zwischen den Felsen. In Löchern, wo Wasser drin ist. Da ist ja einer! Oh! Autsch! Na komm, kleiner Krebs. Los, rein da in meinen Eimer. Eine Herzmuschel. Und sogar eine Auster. Ein Seeigel. Vorsicht, der piekt. Huch, eine Muschel mit Beinen. Und was ist das? Eine Miesmuschel. Und hopp, ins Wasser. Oh, da ist ein Seestern. Wie wunderschön. Hopp, in den Eimer. Oh, ein goldener Fisch. Wenn ich den fangen könnte. Oh. Komm her. Und hopp. Ich tue noch ein paar Pflanzen dazu, damit sie sich wie zu Hause fühlen. Jetzt gehe ich und zeige Mama meine tollen Schätze. Oh weia, ist das schwer. Oh. Das kommt, weil mein Eimer so voll ist. Ich habe eine Idee. So, bitte sehr. Jetzt habt ihr ein großes Haus. Klasse, toll. So ist gut. Ich brauche einen Schluck Wasser. Oh, es kneift. Was haben wir denn da? Das ist kein Prickelwasser. Das ist ein Kneifekrebs. Trotros Spielsachen. Trotro, gibst du mir bitte mal den roten Buntstift, sei so nett. Nein, den brauche ich danach gleich selber. Dann gib mir doch den gelben. Nein, den werde ich danach nämlich auch gleich brauchen. Gut, dann gib mir doch einfach den Stift, den du nicht brauchst. Nein, geht nicht. Das sind nämlich meine Stifte und ich brauche sie alle für mein Bild. Nein, du musst leider mit etwas anderem spielen, Lilly. Nein, Lilly! Aber das Lenkrad nicht an, das wackelt schon. Du machst ihn kaputt. Blöd. Nicht. Nein, das nicht. Das ist mein Lieblingsbuch. Ich will es mir jetzt selbst ansehen. Nein, nicht meine Trompete. Noch nehmen. Bravo, du hast gewonnen, Trotro. Du hast alles fallen lassen. Das Spielzeug gehört mir. Wie du willst, dann hole ich mir eben mein Spielzeug. Hui, hui.
reichen mir deine Rollschuhe? Geht nicht, das sind nämlich meine Totro. Ach, Lilly, Lilly, lass mich bitte auch mal versuchen. Nein, die gehören mir. Ich borg dir auch meine ganzen Stifte für dein Bild. Nein, ich habe keine Lust mehr zu malen. Hier, das bock ich dir auch alles noch. Meine Rollschuhe sind viel besser als dein Zeug. Jetzt habe ich's, Lilly. Du kannst mit meinem Lastwagen herumfahren und dabei mit meiner Trompete hupen. Na gut. Ein Lastwagen will überholen. Wow, Spiel macht viel mehr Spaß, wenn man sich Sachen borgt. Trotro ist schlecht gelaunt. Musst du mich schon wecken, du Vogel? Du bist gemein! Mama! 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 Guten Morgen, Trotro. Na, gut geschlafen? Wo ist Mama? Mama ist zur Arbeit gegangen. Zieh dich schnell an und komm frühstücken, Trotro. Teddy, wo bist du? Papa, Papa, Teddy ist verschwunden! Such unter deiner Decke! Warum hast du dich versteckt, du Böser? So, das ist die Strafe. Du blöde Socke. Machst du den Kakao auch wie Mama? Keine Sorge. Sie hat mir erklärt, wie man ihn macht. Trink mal, Trotro. Aua! Meine Tasse ist viel zu heiß. Du musst pusten, dann kühlt es ab. Nein, ich gehe lieber spielen, bis er kalt ist. Mein Turm! Papa! Papa! Er ist eingestürzt. Komm her, mein Kleiner. Weißt du, warum dein Turm eingestürzt ist? Weil er von einem ganz müden kleinen Eselchen gebaut wurde, das nicht lange genug geschlafen hat. Hörst du, Teddy? Der kleine Vogel singt aber schön. Die freche Socke passt ja gar nicht zu der anderen. Wo hast du dich versteckt, kleine Socke? Haha, da ist sie ja. Kuckuck, mein Papilein. Ich geh meinen Kakao trinken. Papas Kakao schmeckt ganz besonders gut. Sogar wenn er kalt ist. Na, mein Trotro, bist du jetzt nicht mehr so schlecht gelaunt? Nein. Und gleich siehst du einen super klasse Turm, gebaut von einem Trotro, der ausgeschlafen hat. Trotro sucht seinen Teddy. Ich hab Teddy verloren. Wo ist er nur? Vielleicht in den Büschen. Teddy, wo bist du? Versteckst du dich? Wo kann Teddy denn nur sein? Wo denn?
Ich habe Teddy verloren. Er ist verschwunden. Hast du denn auch überall im Haus gesucht? Ja, habe ich. Dann such auch mal dort, wo du noch nicht gesucht hast, Trotro. Gute Idee. Vielleicht hat Teddy sich ja in Papas Sessel versteckt, um mich reinzulegen. Also hier ist Teddy nicht. Ah, vielleicht badet er. Hier ist Teddy leider auch nicht. Vielleicht hat Teddy Hunger. Was suchst du denn im Kühlschrank, Trotro? Was wohl? Ich suche Teddy. Aber da drin kann er doch nicht sein. Und jetzt mach schnell die Tür zu. Aber wo ist er denn dann? Oh weia, Teddy ist weg. Für immer. Teddy wird schon irgendwo sein. Du musst nur nachdenken. Hier, trink deine Milch. Die wird dir sicher gut tun. Ha. Mama, welchen Tag haben wir heute? Sonntag, Trotro. Warum? Ah! Ja, juhu! Ich habe ihn gefunden! Ja, yippie! Ja, juhu! Ja, endlich! Ja! Teddy! Ja! Teddy ist wieder da! Ja, juhu! Yippie! Wo hat er denn nur gesteckt? Na, Teddy lag natürlich in deinem Bett, Mama. Wo sonst? Das ist doch kein Geheimnis mehr, dass Teddy jeden Sonntagmorgen am allerliebsten mit Mama und Papa im Bett frühstückt. Ach ja, richtig. Mein kleiner Teddy, ich hab dich wieder. Trotro, der kleine Tiger. So, Teddy, heute verkleide ich mich als wilder Tiger. Ich brülle wie ein Tiger. Ich springe wie ein Tiger. Ich bin gefährlich wie ein Tiger. Irgendwas fehlt mir aber noch, um ein echter Tiger zu sein. Ah! Jetzt bin ich aber ein richtiger Tiger! Ich springe! Ich bin gefährlich! Hab keine Angst, Teddy, so ist das. Tiger sind gefährlich. Ich habe einen richtigen Tigerhunger. Hab keine Angst, Teddy. Ich fresse dich schon nicht auf. Tiger fressen keine Teddys. Im Dschungel zu jagen ist schwierig. Aber ich kann es. Ich kann mich anschleichen. Ohne dass mich jemand hört. Ich werde mich verstecken, so dass mich keiner sieht. Das riecht aber gut. Wer hat meine Eierkuchen gegessen?
vergessen. Alle verschwunden. Ich nicht. Tiger fressen nämlich nur Fleisch. Mama, magst du ein Tigerküsschen? Trotro versteckt sich. Na, hoffentlich ist Lilly bald hier. Hallo, Trotro. Komm schnell, Lilly. Ich weiß schon, was wir spielen. Wir beide spielen Verstecken. Du zählst zuerst. Und zwar bis 10. Und nicht schummeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, hier bin 7, ich aber gut versteckt. 8, 9, 10. Jetzt suche ich dich. Ich sehe deine Ohren. Du bist hinter dem Sessel. Gut, wir spielen noch mal. Du zählst. Ja, fang an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, hier findet sie mich ganz bestimmt nicht. 9, 10. Achtung, jetzt komme ich. Ich sehe deine Füße, Trotro. Du steckst hinter dem Vorhang. Nein. Los, gleich noch einmal, Lilly. 1, 2, 3. Da drin findet sie mich nie im Leben. Vielleicht ist er im Bad. Trotro, ich hab dich schon wieder. Ich sehe deine Ohren. Also Lilly ist einfach unschlagbar. Bitte, Lilly, gib mir noch eine Chance. Na gut. 1, 2. Nein, das ist viel zu einfach. 4, 5. Ja, im Schrank. Wo hat sich denn Trotro jetzt versteckt? Ich habe keine Ahnung, wo ist Trotro denn? Schade. Naja, dann verliere ich eben. Juhu, ich habe gewonnen! Ich sehe dich nicht, Trotro, aber ich kann dich hören. Du steckst hinter mir im Schrank. Schön, dann spielen wir eben Fang. Na los, hey. Du bist dran. Na warte, ich fang dich. Jetzt nicht, Trotro. Boing, boing. Ich spiele zu gerne Ball, das ist lustig. Und außerdem kann ich echt gut dribbeln. Was willst du denn, Trotro? Willst du mit mir Ball spielen? Ich habe noch so viel zu tun. Tut mir leid, jetzt nicht. Och, schade. Aber warum fragst du denn nicht Papa? Ja! Tor! Ein guter Schuss, Trotro. Danke, Papa. Du, spielst du mit mir Fußball? Nein, jetzt nicht. Du siehst doch, dass ich beschäftigt bin. Dann kann ich dir helfen, Papa. Ja, gern. Sehr gute Idee. Lädst du die Blätter in die Schubkarre?
Oh. Gut, dann fahr doch so lange Fahrrad, während ich die Blätter zusammenhacke. Eins und zwei. Hä? Drei, vier, fünf, sieben, neun. Hallo Lilly, spielst du vielleicht mit mir? Nein, zwölf. Hä? Nein, jetzt nicht. Ich habe mir vorgenommen, bis 100 zu zählen, weißt du? 12, 8, 14, 16. 100? Das dauert ja so lange. Ich sag doch jetzt nicht. 18, 17, 14, 13, 32, puh, 12. Jetzt nicht, 18, jetzt nicht. 20. Ich will jetzt aber mit jemandem spielen. Zum Glück hast du immer Zeit für mich, mein Teddylein. Danke. Es war einmal in Afrika eine Giraffe und ihr Freund das Zebra. Am allerliebsten spielten die beiden Fußball. Doch eines Tages rollte der Ball zu einem kleinen Häschen, das im Gras versteckt war. Oh? Was ist? Ich habe zu Ende gezählt. Kommst du raus spielen? Nein, jetzt nicht. Du siehst doch, dass ich beschäftigt bin. Oh. Da gab das Häschen dem Fußball einen mächtigen Tritt. Trotro. Oh? Psst. Oh. Wollen wir nicht alle zusammen ein bisschen mit dem Ball spielen? Ja. Seht ihr denn gar nicht, dass ich beschäftigt bin? Nein, jetzt nicht. Trotro zieht sich an. Oh, heute ziehe ich mich mal ganz allein an. Aber wo sind denn meine Sachen? Mama hat mir nichts zum Anziehen rausgelegt. Schade. Na egal, ich suche mir selbst was raus. In meinem Schrank gibt's alles, was ich brauche. Ich zieh ganz viel an, das wird lustig. Mit der Unterhose fange ich an, darüber die Hose. Das T-Shirt. Und darüber den Pullover. Jetzt sind die Socken dran. Zum Schluss noch die Schuhe. Die nicht, da muss ich eine Schleife binden. Die auch nicht, die drücken an den Füßen. Die Stiefel, die kriegt man am einfachsten an. Und hopp, man steckt einfach rein und sie rutscht von allein hoch. Und weil ich nach draußen will, brauche ich den Mantel. Was ist denn das? Mütze und Handschuh. Ach, da hatte Mama sie versteckt. Aber Teddy muss auch was anziehen. So, bitte, Teddy, wir sind fertig. Aber, oh weia, mir ist ganz heiß. Oh? Komm, klatschen, Trotro, das macht Spaß. Was? Richtig, es ist ja Sommer. Habe ich ganz vergessen. Mama hat mir meine Badehose rausgelegt. Im Sommer geht das Anziehen viel schneller. Da! Jetzt nicht Mama, Lisa! Pass doch auf!
Trotro fährt Rollschuh. Rollschuhfahren ist klasse. Ich hab's noch nie versucht. Das Tolle an Rollschuhen ist, dass man die Schuhe nicht anziehen muss. Ich will lieber allein fahren. Hier bin ich auch viel schneller. Komm schon, Lilly, mach es so wie ich. Guck mal her. Hier kommt das Flugzeug von Trotro, dem Helden. Hier kommt die Kaffeekanne von Trotro, dem Helden. Sei vorsichtig, Trotro! Fast wäre ich hingefallen. Sprung von Trotro, dem Helden! Oh ja! Bravo! Oh. Halt, vorsichtig! Das war der Sturz von Trotro, dem Helden! Du hast recht, Lilly. Rollschuhfahren ist gar nicht so leicht. Und jetzt habe ich gar keine Lust mehr. Das Blöde an Rollschuhen ist... Man hat keine Schuhe für den Weg nach Hause. Trotro baut ein Haus. Heute mache ich mich besonders schön, weil Nana gleich zum Spielen zu mir kommt. Trotro? Ah. Nana ist jetzt da. Hallo, Nana. Hallo, Trotro. La 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 la. Willst du mein Spielzeug sehen? La la la. Hier, sieh mal, meine Trompete. Und das hier, das ist mein Ball. Und das hier ist meine Tigermaske. Ich mag viel lieber mein eigenes Spielzeug. Und hopp. Ich baue ein super-duper Schloss. Das wird Nana sicher gefallen. Soll ich dir ein tolles Schloss bauen, Nana? Ja, wenn du magst. Wir spielen, dass das unser Schloss ist, ja? Dein Schloss ist ja zusammengekracht. Jetzt muss ich nur noch ein Dach drauf machen. Mm-hmm.
aber ungeschickt. Ich gehe. Na, wenn es so ist, dann baue ich eben ein Häuschen für mich ganz allein. Ich hab meinen Rucksack vergessen. Wo bist du, Trotro? Was für ein hübsches kleines Haus. Gefällt es dir? Ja, sehr. Darf ich reinkommen? Wenn du möchtest. Willkommen in unserem Häuschen. Da hast du uns ein schönes Haus gebaut, Trotro. Trotro macht Mittagsschlaf. Dennoch. Trotro, es ist Zeit für den Mittagsschlaf. Oh nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Wir räumen schnell auf und ab ins Bett. Ich will aber noch weiterspielen, Papa. Weißt du, Papa, ich bin wirklich nicht müde. Wenn du mit Lilly spielen willst, musst du dich erst ausruhen. Ich mag keinen Mittagsschlaf. Das ist langweilig. Und ich will keinen Mucks hören. Aber ich will jetzt spielen. Sei ganz leise, Teddy, und mach bloß keinen Lärm. Wir spielen ganz leise, hörst du? Ich baue dir ein schönes Haus. Gefällt dir dein neues Häuschen? Ja? Tut, tut, tut! Wir wollen hier durch! Tut, tut! Oh, wir machen zu viel Lärm! Oh. Er schläft. Jetzt will ich ein bisschen mit dem Pferd reiten. Höher! Höher! Schneller! Schneller! Höher! Eine Ente, ein Huhn, eine Gans, ein Küken. Aufstehen, Trotro. Du kannst rausgehen und mit Lilly spielen. Siehst du, du warst doch ganz müde, mein Kleiner. Was spielen wir, Trotro? Wettlaufen. Wer zuerst am Baum ist, hat gewonnen. Ist gut. Und los! Oh, ich bin zu müde. Ich möchte schlafen. Gewonnen! Wollen wir schlafen gehen spielen? Das ist doch langweilig. Ich bin überhaupt nicht müde. Trotro? Trotro und der Regen. Mama, darf ich draußen spielen? Das ist keine gute Idee, Trotro. Es gießt in Strömen, da wirst du klatschnass. Oh, endlich!
Komm, Teddy, es regnet nicht mehr. Wir gehen draußen spielen. Das Tolle an Gummistiefeln ist, dass man damit durch Pfützen laufen kann. Und die Füße werden nicht nass. Das ist lustig. Man steht im Wasser und die Füße sind trotzdem warm. Man kann auch ein bisschen hüpfen. Sogar ganz doll. Und Schlittern geht auch gut. Yippie! Oh. Da ist noch eine. Yippie! Ich habe Wasser in meiner Hose und sogar in der Unterhose. Brr, mir ist kalt. Und vor lauter Hüpfen ist das Wasser in die Stiefel gelaufen. Mach nichts, noch einmal! Ja! Jetzt sind wir aber klatschnass, Teddy. Und weil wir klatschnass sind, ist uns kalt. Komm schnell, Teddy, ab ins Warme. Na sowas. Regnet es noch? Du bist ja ganz nass. Geh dich schnell umziehen und setz dich vor den Kamin. Kuchen à la Trotro. Ich backe einen Kuchen. Oh, darf ich auch einen Kuchen backen? Aber gern, wenn du willst. Wenn man einen Kuchen backen will, braucht man Mehl. Wenn man einen Kuchen backen will, braucht man noch Eier. Doch auf, Trotro. Jetzt hast du nur noch zwei. Puh! Eier aufschlagen ist schwer. Toll, Trotro. Wenn man einen Kuchen backen will, braucht man natürlich auch Zucker. Ein bisschen. Noch etwas mehr. Aber bloß nicht zu viel, Trotro. Rühre, rühre, ich mache einen Teig. Rühre, rühre. Bitte, mein Kleiner, das Nudelholz. Und rolle, rolle, kleines Nudelholz. Rolle, rolle. Kleine Löcher. Mit zwei Gabeln macht es noch viel mehr Spaß. Tick, 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 tick. Ich lege ganz viele leckere Sachen auf meinen Teig. Zuerst Tomatensauce und zwar ganz viel. Und geriebenen Käse. Eine ganze Tüte voll. Das reicht. Mein Kuchen ist fertig. Fass den Herd nicht an. Er ist sehr heiß. Mama hat meinen Kuchen in den Backofen gestellt. Direkt neben ihren. Das duftet schon sehr gut. Oh! Mama, Mama, mein Kuchen ist fertig!
hier kommt der köstliche Kuchen von Trotro. Papa darf natürlich meinen Kuchen als erster probieren. Sehr gern. Der sieht ja gut aus. Hopp. Lecker. Trotro, dein Kuchen ist gar kein Kuchen. Das ist eine Pizza. Eine köstliche Pizza. Ja, das ist die Pizza Trotro.